Hey Leute, hier ist der Aldemar mit einer weiteren Fallout Lore. Heute geht es um Vault 95. Vault 95 befindet sich am nordöstlichen Rand des leuchtenden Meeres. Augenscheinlich konzipiert als Rehabilitationseinrichtung, sollte der Vault Rauschmittelabhängigen die Möglichkeit bieten, ihre Süchte zu besiegen, aus Renten eine Familie machen, die gemeinsam stark genug war, den Entzug zu überstehen. Doch wie immer ist das nur die halbe Wahrheit. Aus einer Blaupause im Vault lässt sich entnehmen, dass die Quartiere für maximal 72 Personen ausgelegt waren. Doch einer war nicht das, was er vorgab zu sein. Unter falscher Identität schleuste Voltec einen seiner Mitarbeiter in Vault 95 ein. Einen Mann namens Randall Guiteris, der 5 Jahre unter den Bewohnern leben sollte, bevor der eigentliche Zweck der Einrichtung von ihm enthüllt wurde. Randall Guiteris ist eine Anspielung auf den Protagonisten Randall Patrick McMurphy aus dem bekannten Roman Einer flog über das Kuckucksnest. Ein Gewaltverbrecher, der eine psychische Erkrankung simuliert, um seiner Gefängnisstrafe zu entgehen und schließlich im menschenverachteten System einer geschlossenen Anstalt landet. Vault 95 war ein soziales und psychologisches Experiment. Den Insassen sollte anhand des Vault-Tec-Rehabilitationsprogramms geholfen werden, den Entzug zu meistern und sich dem Leben im Vault anzupassen. Wie wir aus Randalls Terminal erfahren, gelang dies auch, auch wenn es für einige Testsubjekte eine große Herausforderung darstellte. Damit bestätigte sich die Hypothese, dass sich eine Person von jeder Situation erholen kann, wenn es keine Alternativen gibt. Doch der Wohnbereich von Vault 95 barg ein Geheimnis, von dem die Bewohner und der Aufseher nichts ahnten. Anders als in den meisten Vaults wurde der Aufseher jährlich gewählt und war daher nicht in das Experiment eingeweiht. Jeder Bewohner konnte sich zur Wahl stellen. Es gab regelmäßige Gesprächsstunden im Büro des Aufsehers, in denen die Probleme des Vault-Lebens besprochen wurden. Auch Randall Guiteris nahm daran teil. Wie wir aus dem Terminal des Aufsehers erfahren, war er ein engagierter Insasse, der keine Gelegenheit versäumte, die Bewohner an den Zweck der Einrichtung zu erinnern, den Entzug. Am 30. Oktober 2082 jedoch zeigte Randall sein wahres Gesicht. 5 Jahre nach dem Bombenfall erlebte Vault 95 seine eigene Katastrophe. Neben den Toiletten im Wohnbereich befand sich ein Drogenversteck, das Randall den Bewohnern schließlich zugänglich machte. Im Vault-Tec-Regionalhauptquartier Boston erfahren wir, dass mindestens 15 Kisten Psycho und Jet dort versteckt waren. Außerdem Alkohol und andere bekannte Rauschmittel wie Mentats. Die Isolation und das Fehlen suchterregender Reize hat es den Bewohnern ermöglicht, den Entzug durchzustehen. Aber als die Insassen auf das Versteck stießen, zerfiel die Gemeinschaft. Manche wehrten sich nicht einmal gegen den Rückfall in die alten Rauschzustände. Die Situation eskalierte. Gewalt und Drogenmissbrauch brachten den Vault zu Fall. Die Überreste in den teilweise verschlossenen Zimmern erzählen stumme Geschichten über die Menschen, die ursprünglich in den Vault gekommen waren, um ihre Sucht für immer zu besiegen. Ein Bewohner berichtet in seiner Aufzeichnung von Schüssen. Im Büro des Aufsehers finden wir eine Gruppe Skelette, die noch immer im Stuhlkreis sitzen. Anders als bei den Leichen im Wohnbereich sind keine Drogen zu sehen. Vielleicht hatte sich ein Teil der Bewohner an diesen Ort zurückgezogen, aus Angst oder aus dem Willen, der Versuchung zu widerstehen. Vielleicht war es auch Randall, dem sie schließlich zum Opfer gefallen waren und erschossen wurden. Als der Spieler den Vault 200 Jahre später betritt, ist dieser von Gunnern besetzt. Dem Fallout 4 Vault Dweller Survival Guide lässt sich entnehmen, dass die ersten Gunner bereits den Bunker betraten, als noch immer einige Überlebende der ursprünglichen Bewohner dort lebten. Tja, das war mal wieder ein verrückter Vault. Was haltet ihr davon? Euren Senf wie immer in die Kommentare und haltet euch nicht zurück, wenn ihr noch mehr Informationen habt zu Vault 95, schreibt es ausführlich in die Kommentare. Ich lese mir das gerne durch und erweitere mein eigenes Lore-Verständnis zu Fallout. Also, bis dahin Leute. Haut rein!